Huzza! Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Let's Play Megapony. Die letzte Stage steht endlich vor der Tür. Ja, sie steht vor der Tür und wartet auf uns. Klopf, klopf, hallo, hier ist die letzte Stage. Bitte fordere mich heraus. Das werden wir jetzt auch tun. Continue! Und ich muss gestehen, ich habe schon mal in die letzte Stage reingelinst und sie ist sehr, interessant aufgebaut. Sehr fehlerhaft aufgebaut. Und ich bin mir nicht sicher, ob das so beabsichtigt ist oder nicht, aber bei Discord könnte ich es mir vorstellen, denn immerhin ist er der Herrscher des Chaos und was ist unordentlicher und chaotischer als eine Glitchwelt, durch die ich nicht irgendwie, durch die ich nicht durchkomme. Und man sieht, wir nehmen keinen Schaden, auch wenn wir irgendwelche Projektile treffen. Ist alles sehr strange hier. Und die Leiter kommen wir nicht hoch. Oh, wir können nach unten klettern und landen oben. Macht sehr viel Sinn, wenn man mal genau drüber nachdenkt. Autsch. Was sage ich, Autsch? Es tut mir ja nicht weh. Boah. Ich glaube, das kann man 8-Bit-Shit nennen, oder? Wah! Doktor! Doktor wer? Doktor Discord? Hallo? Hallo? Ah, geht doch. Was? Was? Boing, 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 boing. Ich möchte runter. Danke. Ich dachte schon. Aber ich lebe noch. Alles ist in Butter. Ach, und hier sieht's wieder normal aus. Sehr schön. Aber ernsthaft, was sollte das? Egal, der letzte Kampf steht an. Megapony versus Sigma aus Mega Man X? No, it's Discord, the badass. Der einzig wahre Obermacker. So, dann gucken wir doch mal, was hast du für eine Schwäche? Versuchen wir doch mal die Magic Wave. Ja, ich muss die X-Taste drücken. Okay, das scheint mir nicht sonderlich effektiv zu sein. Bist der vielleicht? Nope, kein Effekt. Partykanone vielleicht? Wenn ich treffen würde, dann könnte ich auch... Nee, zieht alles nur einen Punkt ab. Sonic Rainbow muss ich gar nicht erst versuchen. Apple Bucker, damit treffe ich sowieso nicht. Gem Seeker ist auch eine unzuverlässige Attacke. Können wir es genauso gut mit dem F-Wasser versuchen. Ich meine, ich habe 4 Energietanks, was kann schon großartig schief gehen? Vielleicht sollte ich mal einen von denen einsetzen. Denn wir möchten ja nicht, dass ich diesen Kampf verliere. Oder möchtet ihr, dass ich den Kampf verliere? Wenn das der Fall ist, dann wäre ich aber sehr traurig. Ja, so schwierig ist dieses Angriffsmuster gar nicht. Okay, das, dem kann man nur schwer ausweichen. Ach, er zaubert das ziemlich schnell herbei. Autsch. Okay, ich denke, ich riskiere nichts. Ich will nicht wieder wie bei dem letzten Discord-Kampf eventuell ohne Energie dastehen. Ach, jetzt fast geschafft, die Attacke auszuweichen. Aber ist jetzt eh Wumpe, denn Discord ist fast besiegt. Und wenn er nicht noch eine weitere Form hat, dann war's das. Komm, ein Schuss noch, das schaffen wir. In die Rübe. Bam! Fliegt erstmal an die andere Seite des Bildschirms. Und siehe an, die Main Six sind da, um uns zu helfen. Nutzt die Kraft der Elemente der Harmonie und zerstöre Discord! Wumm! Boah, das ging gerade voll auf meine Stimme.
Aber supi, wir haben Discord besiegt. Den großen, einzigartigen, blöden Obermacker. Er ist endlich down. Zurück zu Stein verwandelt, wie es sich gehört. Puh, es ist endlich vorbei. Discord has finally been defeated and the power of friendship and peace returns to Equestria once again. However, the never-ending battle continues until all chaotic forces are defeated. Fight Megapony for everlasting harmony. Jo, das war's. Jetzt dürfen wir uns noch A True True Friend in 8-Bit anhören. Und uns die Credits angucken. Planning Caru Mortalios. Ich glaube auch, das ist der einzige Name, der in den Credits vorkommt, oder? So, das war's also. Gerade mal in 5 Parts abgeschlossen, das Let's Play. Ging ja relativ fix. Hier und da mal ein kleines Problem, aber nichts, was ich nicht bewältigen ließ. Mit der Hilfe von unendlich vielen E-Tanks und Waffentanks und S-Tanks und so weiter. Aber einige Stellen in dem Spiel waren schon echt fies designt. Das muss ich dem Macher schon mal hier ins Gesicht sagen. Das war ganz fies. Und bitte, 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 bitte. Er soll es nochmal nachpatchen, dass man die Waffe mit Start ändern kann. Ich kann nicht der Einzige sein, der damit Probleme hat. MLP 003, Loyal Mare, aka Rainbow Dash. Oh, Shop Rhyming, Blizzaga Lantine. Haben also doch andere Personen noch mitgewirkt. Introtext, James. Team Rocket James etwa? Nein, das kann nicht sein. Besonderen Dank an Capcom und Keiji Inafune, der ja jetzt nicht mehr bei Capcom ist. Für den Mega Man-Franchise. Ich meine, wozu brauchen wir Capcom, wenn die Fans bessere Mega Man-Spiele hinbekommen als Capcom selbst? Ach ja, Capcom ist auch nur noch ein Schatten seiner vorherigen selbst. Und special thanks to Hespo und Lauren Faust für My Little Pony, Friendship is Magic. Jetzt müssten wir aber langsam mal am Ende der Credits sein. Ah, nein, Pinkie Pie haben wir vergessen. Und hier nochmal versammelt. Und vielen Dank an dich. An den Spieler. Megapony was developed in Game Maker 8. The End! Juhu, wir haben es geschafft. Megapony ist hiermit offiziell beendet. Und es wird langsam dunkel. Cleartime 1 Stunde 51. 41, meine ich. You have unlocked the Extras Menu. Oh, Extras? Extras sind immer nett. Press any key to continue. Okay, was haben wir denn für Extras? Main 6 Run und Boss Rush. Was ist der Main 6 Run? Oh, können wir einfach die Charaktere individuell spielen? Aha, sehr interessant. Wen nehmen wir denn mal? Oh, die Auswahl ist schwierig. Na, fangen wir mal mit Twilight an. Okay, wir können das ganze Spiel nochmal mit den Main Six spielen. Auch interessant. Mal kurz reingucken. Also könnte ich dieses Let's Play so gesehen noch weiterführen. Oh, Moment mal, das verbraucht trotzdem Waffen. Ah ne, es füllt sich mit der Zeit wieder auf. Und Twilight kann nicht springen. Wieso kann ich nicht springen? Ich kann nicht springen! Hätte ich die Steuerung nochmal neu einstellen müssen? Oh! Kann ich mich nur so fortbewegen?
Oh mein Gott, Twilight kann nicht springen. Wie arm ist das? Okay, belassen wir es dabei. Hallo, Exit Stage. Kann ich die Stage nicht verlassen? Anscheinend nicht. Nun gut, dann verabschiede ich mich hier an dieser Stelle. Das war Megapony. Wenn ihr möchtet, dann kann ich mit dem Main Six Run nochmal irgendwann weitermachen. Aber das hängt ganz von euch ab, ob ihr das sehen möchtet. Wenn ihr es sehen möchtet, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und wenn ihr es nicht sehen möchtet, dann schreibt es meinetwegen auch in die Kommentare. Dann weiß ich wenigstens, ob die Anzahl der Menschen, die es möchten, in der Überzahl sind. Und ich krieg's mit dieser Magie nicht auf die Reihe, diesen Abgrund zu überqueren. Aber okay, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Extras, Main Six Run. Wen probieren wir denn nochmal aus? Rainbow Dash. Oh, Pinkie Pie. Nehmen wir Rainbow Dash mal. Warum gehe ich auf Back, ich Genie? Was könnte interessanter sein als Rainbow Dash gegen Rainbow Dash? Auch wenn ich es wahrscheinlich jetzt nicht schaffen werde, ans Ende des Levels zu gelangen. Okay, Rainbow Dash kann auch nicht springen. Muss ich das echt neu einstellen? Anscheinend schon. Nun gut, da ich den Level nicht verlassen kann und somit nicht zurück ins Menü komme, würde ich sagen, dieses Let's Play ist an dieser Stelle erstmal beendet. Vielen Dank fürs Zuschauen an euch alle. Und wenn ihr möchtet, dann sehen wir uns mit weiteren Megapony-Folgen wieder. Wenn ich es dann mal geschafft habe, die Steuerung wieder einzustellen. Also, bis dann und danke fürs Zusehen. Wir sehen uns, macht's gut und tschüss.